Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play F1 2014 mit der 2015er Mod. Wir befinden uns hier gerade im Williams in Malaysia und es scheint nicht zu regnen und es wird auch im Rennen nicht regnen. Das ist ja mal eine Überraschung für Malaysia. Aber gut, freut mich natürlich. Ich denke, wir haben im Rennen schon viel zu viel hier. Da sieht es nochmal Williams Martini Racing. Viel zu viel Regen abbekommen. So, dann werden wir jetzt mal sehen. Spannende Strecke, finde ich. Deshalb habe ich die ja auch gewählt. 4 von 5 Sternen in der Schwierigkeit. Aber sehr anspruchsvoll. Ich glaube, nur Monaco ist noch schwieriger. Und ja. Immer noch kann ich euch dazu auffordern, hier, falls ihr noch irgendwelche Strecken oder andere Fahrzeuge sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare, was ihr denn noch sehen wollt. Heute dafür dann erstmal, wie gesagt, Malaysia im Williams von Bottas. Ich habe hier Massa in seinem Williams gelassen und wir fahren jetzt hier als Bottas rum. Ja, und mal schauen, was das gibt. Ich denke, wir können diesmal hier nicht auf Position 1 und 2 hoffen. Aber ich denke, unser Ziel muss dieses Rennen das Podium sein. Der Williams hat ja auch selber den Mercedes-Motor, deshalb ist er auch relativ schnell. Und vielleicht können wir sogar einen Mercedes hinter sich halten und mit ein bisschen Glück und einer guten Qualifying-Zeit. Aber das wird sich dann noch herausstellen, denke ich. Erstmal müssen wir jetzt diese gute Qualifying-Zeit rausfahren. Ups, da war ich schon ein bisschen weiter daneben. Das passiert halt sehr häufig, sind alles so Kurven. Oh, und ich hätte eigentlich hier schon auf dieser Gegengeraden, auf die wir jetzt kommen, mit voller Drehzahl fahren sollen. Wobei, entscheidend ist halt, dass wir auf der Hauptgeraden da gleich sind. Denn das hier ist zwar die Gegengeraden, doch wir müssen ja nochmal halt gerade deshalb so viel abbremsen, weil das hier natürlich dann quasi 180 Grad gedreht werden muss, bevor wir hier in unsere Runde gehen, was jetzt der Fall ist. Oh, da kommen Leute aus der Box, sogar ein Mercedes. Lass mich vorbei, lieber Mercedes. Denn für uns zählt es jetzt natürlich. Ist auch wichtig, dass wir die vor diesem Schneckenstück da erwischt haben. Da vorne ist auch schon wieder ein langsamer Fahrer. Wir haben zwar keinen Regen, aber es ist doch sehr bedeckt hier auf dieser Strecke. Aktuell, ich denke, dass das für die Reifen nicht so gut ist, wobei es, glaube ich, trotzdem relativ warm hier ist. Unsere Reifen haben aber keine Probleme aktuell. So. Jetzt hier in die Haarnadel. Hast du ein bisschen sehr spät gebremst. Und deshalb muss ich auch leider relativ viel bremsen. Mal schauen. Also im Training hatte ich es geschafft, 1,38er Zeiten zu fahren. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das wird sich dann noch rausstellen. Und ob ich sie erreiche jetzt, weiß ich natürlich auch nicht. Vettel hat auch eine 38 gefahren. Okay, das heißt, das ist gar nicht so eine gute Zeit. Das ist eine mittelgute Zeit. Wobei Vettel hier ja den Ferrari natürlich fährt, der eigentlich auch nicht so schlecht ist. Mal schauen, 1,37,9 sogar. Das ist besser, als ich im Training gefahren bin. Das freut mich doch schon mal. Da habe ich eine ganz ordentliche Runde hier auf die Reihe bekommen. Ein Fahrzeug ist gerade auch schon rausgeflogen. Ihr habt da vielleicht auf der Minimap den gelben Streckeneinschnitt da gesehen. Im dritten Sektor war der gerade eben. Und seht ihr hier oben P1 von 17. Das heißt, einer ist da abgeflogen. Bin mal gespannt, wer das denn wohl ist. Wird natürlich jetzt keine Verbesserung mehr haben können. Eventuell sogar direkt als letzter starten. Kommt ein bisschen darauf an, ob er schon Zeit gefahren hatte. Wir haben doch noch genug Sprit hier. Warum zeichnen wir das jetzt schon an? Aber ich fürchte, dass diese Runde nicht besser wird.
Denn wir hatten da gerade eben schon einen ganz schönen Rückstand. Jetzt haben wir auch noch eine halbe Sekunde Rückstand. Das ist nicht gerade wenig. Das heißt, wir legen hier mal gerade so eine Zwischenrunde ein sozusagen und machen dann nächste Runde nochmal auf Vollgas. So. Und wir sollten noch eine hinbekommen. Massa ist aktuell auf 3, noch kein Mercedes da vorne. Müssen wir mal schauen. Oh, das war nicht so ideal, wie wir hier rausbekommen sind. Die Runde hat natürlich jetzt keine Relevanz gehabt. Es geht ja jetzt um diese hier nochmal. Wir hatten ja unsere schnelle Runde abgebrochen gerade eben. Auch das war nicht so stark. Rosberg nur auf 2. Und uns hat leider gerade ein bisschen weggedreht. Trotzdem ist sie nicht so schlecht, die Runde. Würde ich hier auf jeden Fall in diesem zweiten Sektor auch nochmal schauen, was da so geht. Muss ich leider auch ganz schön vom Gas gehen. Ich darf aber immer nicht bremsen. Die Frage ist, was da besser ist. Ich glaube, diese Kurve haben wir besser bekommen als auf unserer schnellen Runde, aber ja, sieht man hier auch. Wir haben in diesem Abschnitt doch deutlich aufgeholt, wenn man dann bedenkt, dass wir Rückstand hatten. Nein, das ist schlecht. Ja, es lohnt, glaube ich, dann nicht, diese Runde zu Ende zu fahren. Ohne Frontflügel. Ja, nee. Blöd, dass ich diesen Poller damit genommen habe. Da habe ich einmal zu früh gebremst und musste dann leider früher rüberziehen, um nicht völlig den Speed zu verlieren. Habe mich dann doch da ein bisschen sehr verschätzt. Na gut, so müssen wir den Frontflügel wechseln. Das heißt, unser Qualifying wird deutlich kürzer werden. Aber Hamilton hat inzwischen auch seine Zeit gefahren und ist nur Zweiter. Also es scheint, als würden wir doch hier eine sehr, sehr gute Zeit hinbekommen im Williams. Vielleicht doch die Pole für Williams und das hier auf dem, ich glaube, zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, den wir hier fahren. Also das ist eigentlich schon sehr gut. Der hätte uns fast ja die WM gekostet, dieser Schwierigkeitsgrad. Touren komplett hier. 1 Minute 52. Das schaffen wir nicht mehr. Wir schaffen keine Runde mehr. Das heißt, ihr werdet jetzt eine sehr, sehr kurze Folge haben. Ich werde das hier vorspulen müssen. Aber ich hätte es nicht mehr geschafft, noch eine Runde zu fahren nach dieser Reparatur. Genau, denn ich habe das gar nicht mehr gebraucht. 1:37.974. Damit haben wir die Bestzeit, die Pole Position. In diesem dann doch recht kurzen Qualifying. Ich weiß gar nicht, wie lang es jetzt insgesamt ist, aber ich hoffe, ihr seid damit trotzdem zufrieden. Hier unten links könnt ihr auf den ersten Teil des Rennens klicken, welcher dann morgen kommt. Und hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.